Hallo, liebe Zuschauerschaft, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, wir befinden uns im Sumpf, also in einem Sumpf. Und es geht darum, jetzt noch eine Steintafel zu finden oder mehrere Steintafeln zu finden. Oh Gott, hier ist wieder viel Zeug da. Für Tom und respektive für das Piratenlager. Weil ich will ja schließlich weiterkommen. Also hier Boden suchen, da gibt es auch noch. Ich glaube, der ist wohl ein bisschen... Immer gut alles abchecken hier. Bevor überhaupt... Da ist doch ein junger Sumpf frei. So. Erstmal... Oh, der ist ziemlich nah dran, der Suchende. Mal gucken wir mal. Das ist wieder heiß, da ist er. Das sind mehrere Suchende, ne? Tatsache. Zwei. Hauer, hauer. Einfach mal gucken. Jetzt. Beide haben sich dazu sagen. So, durch Bäume werden sie durchfrutzeln. Das ist doof. Okay, gehen wir mal hier in Deckung. Speichern mal ab. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken für eure guten Kommentare und guten Tipps. Da hat doch tatsächlich der Alain geschrieben, in einem Herrenhaus finde ich die letzte Steintafel. Oh, nee, ne? Durch den Felsen durch. Wenn der mich jetzt nochmal trifft, dann darf er mich noch zweimal treffen, dann bin ich dann ganz gewuppt. Also so geht's hier nicht. Schauen wir mal. Oh, das sollte wohl gleich reichen. Jetzt weiß ich nicht, ob beide Suchende da sind. Deswegen mal vorsichtshalber die Eiswelle ziehen. Ganze mal erstmal angucken. Sumpfgang. Ne, ist nur einer. Gut. Okay. Hä, schon wieder getroffen. Was doof ist jetzt aber auch. Ne, egal. Jetzt ist er wieder weg von der Ecke. Jetzt ist er wieder da. Okay, gut. Also den Suchen haben wir erledigt. Dann ist da hinten noch der Zweitende. Der zweite Suchende. Ja, ist natürlich jetzt riskant. Habe ich noch nicht getroffen, aber ich werde erstmal speichern. Bevor ich mich da in... Moment mal, jetzt ist wieder weg. Also beim Speichern, nach dem Speichern immer nochmal die Waffe wegstecken, sonst wird es nicht... Sonst hat die Waffe keine Wirkung. Das ist mir im Laufe des Spiels aufgefallen. Okay, irgendwas scheint da zu blockieren. Irgendwas im Weg zu stehen. Ja, diese Säulen könnten das sein. Na, 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 na. Auch nicht so richtig. Ah, ja, ja, da sind ja die Säulen. Aha, okay, dann können wir ja den jungen Sumpf erstmal looten. So, und hier haben wir freie Schussbahn. Hoffe ich doch. Ja. Schieß doch mal. Jetzt schießt er. Okay. Okay, da scheint was im Weg zu sein. Ja, ich muss immer umgreifen, damit ich die eigentliche Waffe ziehen kann. Wie jetzt zum Beispiel. Und da ist er schon ein bisschen nach vorne gekommen. Okay, gut, dass wir den so ein bisschen angemetzelt haben im Fall. Dann ist das Ganze nicht so schwierig im Nahkampf. Okay, dann werden wir diese Richtung erstmal beibehalten. Und erstmal so diesen Winkel hier absuchen, was es hier alles noch gibt. Hier ist nochmal zum Beispiel ein junger Sumpfhai. Mitten hier im Dickicht oder weiter da hinten, so wie das aussieht. Yep, das ist er auch. Oh. Also, ich finde die Sounds von dem Sumpfhai auch so toll. Hört sich an, als wäre er kurz vorm Erbrechen. Oder? Ist das so oder ist das nicht so? Ich weiß es nicht. So, und dann gucken wir mal, ob sich hier was Neues gespawnt hat, was Lootgut angeht. Die Sumpfratte wurde gegessen. Okay, hier, siehst du, Heilkraut.
Halbpflanze, Feuerkraut. Ja, das Grün zu Grün, wenn... Was war das? Ein zäher Sumpfgolem? Okay, den hatten wir ja schon von vornherein. Das Grün zu Grün, wenn Korines Blüten blühen. Gut. Man hier in der Nähe. Ja, noch mehr Sumpfeier. Das wird spannend. Zähne eines Sumpfeis. Okay. Das war jetzt hier ein Lootpunkt. Dann schauen wir doch mal auf die Uhrzeit. Ist es wirklich so dunkel oder ist das... Ja, es wird ein bisschen dunkler. Dann werden wir mal eine Runde pennen, würde ich sagen. Nachdem wir hier versucht haben, ihn hier... Nee, den lassen wir erstmal rankommen. Ich habe keinen Bock, durchs Wasser zu warten. Da habe ich keine Lust drauf. Okay, gut. Jawohl. Dann packen wir mal wieder unseren Schlafsack aus. So einen Ziegensack oder Schlafsack habe ich zum allerersten Mal in der Modifikation Dickorick gesehen. Und das Tollste an diesem, an dieser Modifikation ist, wenn man eine Runde geschlafen hat, dann kann es durchaus passieren, dass plötzlich am nächsten Morgen irgendwelche Viecher neben dir stehen und du sofort im Kampf verwickelt bist, was natürlich einen gewissen Realitätsfaktor hat, finde ich jedenfalls. Also fast wie im richtigen Leben. Wenn du in der Natur übernachtest, dann kann es durchaus passieren, dass dann irgendwelche Viecher auf dich zukommen. So. Dann holen wir dich auch nochmal heran. Oh, da hinten ist noch so ein Zeher. Nee, nicht so viel. So, jetzt reicht das zum Looten. Jetzt fall endlich um. Um. Gut. Mal hier noch gucken. Ah, Moment. Hier geht es ja nochmal so eine Runde rum. Gucken wir mal hier, ob es Loot gut gibt. Also hier sind wieder neue Kreaturen generiert. Sehr gut. Das macht die Sache spannender, aufregender, detailreicher. So, jetzt werden wir hier mal gucken, ob es hier noch Lootables gibt. Ich bin ja nicht so ein Fan von Anglizismen, aber ich finde, im Falle von Spielen oder Games kann man ruhig solche Ausdrücke benutzen. Die sind ja auch geläufig. Okay, gut. Suppe, sind wir wieder hier. Jetzt gehen wir mal rechte Hand. Aber vorher speichern wir noch. Ach, gut, du. Alles klaro. Schwebt da so ein kleiner Mini-Ballon über mir rum. Boah, ich hasse Sümpfe. Ich mag die nicht so. Gucken, ob wir hier was irgendwie versteckt haben. Okay. Ja, alles klar, da sind wir wieder. Okay, gut. Mal kurz orientieren. Rechts oben soll ich hin. Nee, da bin ich ja hergekommen. In die Richtung muss ich. Sorry. Ja, wenn Tag hell ist, dann ist Tag hell. Und dann ist auch meine Orientierung. Was sind denn das hier eigentlich für Peoples? Zombie, Zombie, Zombie. Na gut, okay, die kann man ja wohl... eben schnell, hoffe ich doch. Na? Ja. Aua! Nicht hauen! Okay, die haben ja eh nichts. Aber gibt's denn hier noch was? Ah, eine Truhe.
Weiß ich nicht, ob ich die schon geöffnet habe oder nicht. Oder ob was drin ist, ist noch nichts drin. Gut, okay, dann habe ich die wohl bei der ersten Begehung schon geöffnet. So. Okay. War ich denn nicht noch nicht hier in der Ecke? Gehen wir mal rechts rum. Oh, ich bin mal so schreckhaft. Warum bloß? Ne. Hier noch was vergessen? Nope. Okay, gehen wir mal hier quer durch. Das geht ja easy. Wer lässt denn hier sein Grillgut alleine stehen? Mein Gott, muss ich wieder alles alleine machen oder was? So, so verbrennt hier die eine Stelle. Wow. Ja, okay. Bin gespannt, ob hier was Neues ist. Sieht demnach nicht so aus. Oh, die Musik. Oh, ein Kessel. Da werden wir mal was Buntes kochen. So, mir ist aufgefallen im Off, als ich einen Kessel Buntes gekocht habe. Krügers Waldpilzsuppe gilt als Dunkelpilzsuppe. So, das war das. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das ist bestimmt für eine nächste Quest. Ich da die Tür aufkriege. Okay, da okay. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob hier eventuell noch eine Truhe ist oder ob ich hier mich im richtigen Bereich befinde. Auf jeden Fall kann man hier... Also nach Herrenhaus sieht das auf gar keinen Fall aus. So, Chemie, habe ich jetzt noch keine Bedürfnisse, das zu machen. So, und dann gehen wir mal hier wieder aus dem Löchlein raus. Und gegenüber war auch noch was. Ja, die werde ich wohl offen haben. Natürlich. Die war schon offen. Wasserpfäfen. Ach, ich komme immer dazu, nie eine Mal zu kiffen, aber das mag ich ja auch gar nicht. Aber fürs Spiel natürlich förderlich, was Mana-Sachen angeht. So, da ist eine Truhe. Die wird ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Die habe ich auch noch nicht. Da habe ich auch noch keinen Schlüssel. So, noch eine Truhe. Die noch zu knacken ist. Hä? Hey. Ja. Ein paar Tränke, Goldbrocken, das war das. Gut. Dann lass uns mal weiter gucken. Ah ja, Heilwurzel. Mitten im Stein. Ach, da ist auch noch was. Tja, die Natur lässt sich nicht so einfach durch Steine oder Steingärten vernichten. Es ist einfach so, dass die Natur immer gewinnt. Na, siehst du? Neu. So, liebe Freunde, falls ich was noch finden sollte, ich bin ja noch im Suchmodus, dann melde ich mich wieder. Ja, oder so. Kann ich eigentlich hier so schräg... Oh, kann sogar schräge Kanten. Sehr gut. Ja, das hatten wir schon.
Dann gehe ich mal hier oben rein. Falls ich fündig werde, schalte ich mich wieder ein. So, kurz nachdem ich hier diesen Tempel betreten habe, sehe ich hier eine Truhe und mir ohne den richtigen Schlüssel kriege ich auch das nie auf. Hier der Schlüssel. Also müssen wir wahrscheinlich später auch noch hin. Den Schlüssel von Tom habe ich ja bekommen. Ja, wie schon gesagt, ich melde mich dann wieder, falls es noch was Ereignisreicheres gibt. Dann gehen wir noch mal einen Raum weiter, wo rechts hier rum Ravens Truhe ist. Da habe ich auch noch keinen Schlüssel, aber ich weiß, dafür gibt es eine Quest. Ja, hier sind also jede Menge Truhen, Ravens Truhen, Truhe und natürlich noch welche, wo ich auch noch einen Schlüssel brauche. Deswegen werde ich mir das mal eben verknüpfen. Genau, ich befinde mich also dazwischen. Okidoki. Weiter geht's. Okay, dann probieren wir doch nochmal einen Weg in eine Mine. Soweit ich weiß, kommt uns da einer entgegen. Und zwar ist das der Sketty. Warte mal. Was gibt's bei dir Neues? Schürfen lernen. Hm? Goldbrocken tauschen. Was bietet er mir denn da an? Lass uns handeln. Na schön. Gold erhalten, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich die Goldbrocken irgendwie brauche, noch ein bisschen was zu gießen oder zu schmieden. Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht, aber hier hat es eine Truhe. Das ist bestimmt Skettys Truhe, die ich schon geöffnet habe. Nicht Skettys Truhe, irgendeine neutrale Truhe. Mein Gott, ich muss aufhören. Also werden wir hier nichts mehr finden. Ja, dann verlassen wir das Areal, dann gehen wir wieder weiter durch den Sumpf suchen, würde ich mal sagen. Oh, bis wir auf den nächsten Suchenden treffen. Aha, könnte ich mich ja dahin flüchten. Ah, er kommt, das ist gut. So. Gut. Ja, okay, er hat damit einmal zweimal getroffen. Auch nicht schlimm. Wir haben ja genug Suppen gekocht. Wie zum Beispiel die Waldpilzsuppe von Müller. Die aber auch hier im Inventar Waldpilzsuppe heißt. Ein Apfelkompott haben wir ein bisschen. Was haben wir denn noch? Brotsuppe. Naja, gucken wir mal, was wir noch haben. Dunkelpilzsuppe vielleicht. Sollten wir noch mal ein bisschen gucken, wenn wir wieder Mana kriegen. Ja, da ist es doch. Okay. Wird mal weiter futtern. So, jetzt wo wir hier schon mal in der Höhle sind, können wir ja gleich noch mal gucken. Was Neues gibt, ist ja nur so eine, ja, wieder eine Truhe, die ich bestimmt schon wieder aufgemacht habe. Ja. Da war ich zu schnell. Ich habe nicht abgewartet, bis die Animation fertig war. Dann habe ich wieder Pfeil nach oben gedrückt. Gut, also. Moment mal, habe ich den Suchenden schon gelootet? Ja, habe ich. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal weiter. Wo befinden wir uns? Direkt vor diesem Gebäude. Und wir haben hier Sumpfgasdrohnen und noch einen Suchenden. Hier noch in der Ecke. Sollte man nicht machen, die Nase hochziehen. Dann würde ich sagen, lassen wir mal kurz speichern. Ja, wenn die Musik mal so ein bisschen springt, dann liegt es daran, dass ich halt eben für das Speichern
die Aufnahme pausiert hatte, deswegen. So, Herr Suchender. No reaction. Jetzt. Na, wer schießt als erstes? Ich oder du? Aha. Ah, da mich doch noch. Ah, so was Blödes ist aber auch. So, warten, bis er feuert. Nochmal. Genau, richtig. Ah, da kriegt er mich wieder. Da kriegt er mich wieder. Okay, ja, ja, richtig. Kombos. Kombos. Also die Geduld für Kombos. Also wenn er die ganze Zeit feuert und dann noch warten, bis ich dann die Kombo sozusagen ansetzen kann, das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Okay. Deswegen, ja, also ich sag jetzt mal so als ungeschickter Kämpfer, der also seltenst oder eigentlich fast nie Kombos benutzt hat, frag ich doch mal in bei meinen Zuschauer, Zuschauerinnen, ob, wenn ich eine Combo mache, ob das dann gleich mehr Crit gibt. Also das habe ich jetzt nicht beobachten können, so wenig wie ich jetzt Combos ausgeführt habe im Nahkampf. Wäre cool. Also ich würde es ja fast vermuten. Oh Gott, hier gibt es ja auch noch. Ah, oh, hier gibt es auch noch Sachen, die eventuell noch zu untersuchen sind. Mensch, wo ist mein Deutsch geblieben? Mhm. Habe ich die schon? Mann, ist das lange her. Ja, dann ist die Truhe bestimmt auch schon. Yep. Ja, ja. Haben wir auch schon. Wir befinden uns wieder hier mitten ins Gestein rein. Ins Gestein rein. Stabkeule, okay. Hatte ich hier einen Kampf gehabt? Wieso sind hier noch so viele Pilze, die ich noch nicht gelootet habe? Neu? Fragezeichen. Vergessen? Okay. Ja. Ah ja, okay, da ist ja noch ein Suchender. Den es auch mal zu nutzen gilt. So, erstmal gucken. Könnte man sich dann gut verstecken, das wäre hier. Okay. Gucken, komme ich vorbei? Ja, ich komme vorbei. So. Jetzt mal gucken, ist er ums Eck gekommen? Ja, da steht er. Jetzt mache ich das mit Kombos. Okay. Ja gut, okay. Ich habe genauso viel Blut verloren. Weiter geht's. Schöne Sonnenstrahlen. Weiter geht's hier wohl nicht. Okay, dann melde ich mich wieder, wenn ich weitergehen kann. Okay. Sumpfratte. Auf Sumpfratte gestoßen. Und ein bisschen Sumpfkraut gefunden. Und hier haben wir wieder einen Schatz. Hab ich natürlich. Aber man weiß ja nie. Okay, wird nichts sein. Gut. Kurzer Positionsvergleich. Wir befinden uns jetzt auf der Seite. Dann gucken wir mal weiter. Herrenhaus im Sumpf. Das habe ich bestimmt falsch verstanden. Okay, ich melde mich wieder. Ja, ich befinde mich wieder hier auf dem Teleporter-Plateau. Und was wartet denn da Lustiges auf mich? Ein Suchender. Gucken. Okay, da hat's Deckung. Gut. Ich gehe das nicht durch die Mauer durch hier. Bei den Suchenden weiß man nie. Ach, da oben sind auch noch welche.
zwei oder einer? Oder ist er jetzt hochgeklettert? Hau ab doch bitte. Mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen, dass er wieder gegen die Mauer spritzt. Mit seinem Feuerstrahl. Ja. Okay. So, war das jetzt einer von zweien oder war das nur einer von einem? Große Frage. Nee, das war nur einer von einem. Gut. Gut. Wo bist du denn? Jetzt sieht man den. So, ich habe ihn noch im Fall noch looten können. Sehr schön. Noch was hier um die Gegend rum? Nein. Aber jetzt gehen wir mal zu dieser Truhe dort, die hier drin ist. Ja, ich weiß, die ist hinter mir. Trotzdem will ich nochmal erstmal, bevor ich die Truhe öffne, die ich bestimmt schon geöffnet habe. Nee, sag ich doch. Menno. Ja, was bleibt mir jetzt anderes übrig als noch einmal? Nee, das geht ja nicht. Ich habe doch keinen Erfolg bei den Piraten gehabt. Mit Tom und Skip. Da muss ich nochmal hier irgendwo was suchen. Truhenmäßig. Hier brauche ich gar nicht rein. Bandit. Okay. Einfach noch so ein Bandit hier übrig. Rum. Ich guck mal eben kurz hier rein, dann melde ich mich wieder. Ja, da ist auch wer. Noch Skeletors. Oh, okay. Aber ist auch ein Übrigbleibsel, oder? Nee. Da hinten schwebt doch noch ein Dämon. Skelettmagier. War ich hier noch nicht? Na also. Weg ist er. Gucken wir mal, was der Skelettmagier alles noch für Sachen hat. Hat er nichts. Jetzt wird es ja interessant. Habe ich die denn schon gelesen? Hier passiert gar nichts. Sind das jetzt nur Flavor-Statuen oder sollte was passieren? Weiß ich nicht. Ja, hier habe ich ja den Foki schon draufgestellt für diese Plattform. Okay, jetzt lunz ich nochmal hier hinein. Irgendwas ist. Habe ich die schon durchgelesen? Habe ich doch alles schon, wa? Oh, Leute, seht mir es nach. Es ist alles so komisch in diesen Zeiten und verwirrend. Okay. Ja, dann gibt es hier nichts Neues. Gut. Dann werde ich mich nochmal... Ja, hier hat doch der Dings gestanden, der Sketti, glaube ich. Auch das weiß ich nicht mehr genau. Ja, dann geht's jetzt mal ins Piratenlager. So, Gregs Piratenlager. Sonnenmistwetter. Ja, das sehe ich auch so. Oh, Tom, hast du eine Gesprächsoption auch nicht? Also wie beim letzten Mal. Komme ich da auch nicht weiter, liebe Freunde? Ah, bring mich zum Schiff. Stimmt. Da hat doch tatsächlich der Alon recht gehabt. Sorry, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Okay. Bedanke mich fürs Zusehen. Ciao.